So, jetzt sind, Moment, da ist eine Minute vergangen ungefähr. Die Temperaturen, CO2, lass mal ein bisschen besser ran. 12,6 Grad, 13,6 Grad die Luft. Und jetzt nehme ich mal das Pyrometer und halte mal auf den Ofen. Der hat jetzt 48 Grad ungefähr, was er abstrahlt. 51 Grad, je nachdem, wo ich hinleuchte, ne? Also wo die Quelle ist. Aber die werden beide gleichmäßig erwärmt, der Abstand stimmt. Und jetzt gucken wir mal, wie viel lassen die denn durch? Und jetzt strahlt lediglich 22,3 die Luft und 22,5 das CO2. Lässt das durch? 22,6, 22,7. Die lassen also beide gleichmäßig viel relativ langwellige Wärmestrahlung durch. 22,9, 23, 23, beide gleich. 23, 23. Gut, und jetzt wieder die Temperatur. CO2, 17, 18,2 die Luft, 18,4. 17,5, 18,7. 17,8, 18,19, 18,1, 19,2, 18,3, 19,6. Also die Luft ist schon dabei, sich mehr zu erwärmen. Nochmal zum Abstand für den Ofen. Hier unten liegt ein bisschen Holz zum Anzünden. Der Abstand ist gleich. Kein Problem. So. Mal sehen, wir sehen uns dann in ein, zwei Minuten wieder.